Guten Morgen! Bevor wir heute zu einer neuen Reihe von Best of the Vegan Industry kommen, möchte ich euch nur noch mal kurz auf ein Video hinweisen, was ich mit der Hanna von Vegan Mom's Kitchen aufgenommen habe. Wie ihr ja alle wisst, singe ich leidenschaftlich gerne, aber habe durchaus noch etwas Luft nach oben, was die Qualität angeht. Aber umso schöner ist es, wenn ich mit jemandem zusammen diese Leidenschaft der Musik und der Emotion frönen kann, wenn derjenige ein paar Töne mehr als ich trifft. Und entsprechend möchte ich euch das Lied von uns beiden sozusagen hier verlinken und was mir sehr viel Spaß gemacht hat und vielleicht gefällt es euch ja auch. Aber nun zurück zu einem Kanal, der natürlich meine persönliche Sympathie schon immer gehabt hat, aber der eigentlich hätte schon viel früher in dieser Serie Best of the Vegan Industry hätte kommen müssen. Aber ich habe gewartet, weil ich mit dieser Serie hier auch keine Dauerwerbesendung machen will oder initiieren will, sondern wirklich ernsthaft euch die Dinge oder die Kanäle vorstellen möchte, die ich besonders wertvoll erachte. YouTube quillt ja förmlich über vor lauter Kanälen und da den Überblick zu behalten, was wirklich sehenswert ist, das ist schon eine Kunst. Ne? Silke Leopold, nicht nur eine langjährige Rohköstlerin, sondern auch eine Frau mit dem Herz am rechten Fleck. Und genau diese Eigenschaft möchte ich euch heute vorstellen und auch herausstellen. Wenn ich YouTube Kanäle schaue und auch kommentiere, dann zu 90% bei Kanälen, wo ich den Menschen besonders mag oder den Menschen interessant finde. Die Thematik ist häufig zweitrangig, denn jeder Mensch weiß in irgendeinem Punkte mehr als man selber und so kann man sich von jedem Menschen was mitnehmen, auch von jedem Menschen was lernen. Aber es gibt unzählige Kanäle, von denen man irgendwas lernen kann. Wie selektiere ich denn da nun aus? Ja, ich schaue, ob der Mensch wirklich authentisch ist. Also ob er mit dem Herzen bei dem Thema dabei ist und auch eine wirkliche Passion dafür hat. YouTuber, die rein finanziell motiviert einen YouTube-Kanal eröffnen, können noch so eine hohe Qualität der Videos haben, aber diese können mich wirklich eigentlich nie wirklich fesseln und wirklich interessieren, wie wenn ein Mensch wirklich mit Leidenschaft und Herzblut dabei ist. Denn dann weiß ich, derjenige glaubt wirklich an das, was er sagt und ich kann auch bedenkenlos seine Erfahrungen als Inspiration und als Input aufnehmen. Es wäre so wertvoll, wenn wir viel, viel häufiger die Erfahrungen, die andere gemacht haben, auch selber wirklich aufnehmen könnten und uns damit auch sehr viele Fehler ersparen könnten. Aber das funktioniert nur in den seltensten Fällen. Meist nur bei Menschen, denen wir eben ganz stark vertrauen, wie unserer Familie oder unseren Partnern. Und und wenn man dann einen YouTuber findet, wo einem das Bauchgefühl sagt, ja, das ist eine integre Persönlichkeit, der kann ich vertrauen, dann ist es einfach so immens viel wert. Natürlich sollte man nie jemanden blind vertrauen, egal wie stark man das Gefühl hat, dass dieser jemand authentisch ist. Aber man kann gewisse Theorien, die man vom, vom Leben hat, einfach viel schneller verifizieren, wenn man genau weiß, wohin die Reise gehen könnte, laut den Erfahrungen des anderen. Es gibt auf YouTube wahrscheinlich 15-20 Kanäle, wo ich jetzt persönlich für mich den Eindruck habe, die Menschen sind 100% echt und ich nehme die Erfahrungen, die dann dort gepostet werden, auch als echte Erfahrung auf und passe mein Verhalten entsprechend an, um eben nachzuprüfen. Passt da wirklich auf, es gibt wirklich viele Menschen, die vor der Kamera lachen, sich sympathisch geben und dann wenn man sie im realen Leben trifft, wo es keine Klicks oder kein Geld zu gewinnen gibt, einfach nicht wiederzuerkennen sind. Ne? Da ich nun Silke aber schon auch persönlich kennenlernen durfte und mittlerweile auch zu meinem Freundeskreis zählen darf, hat sich der Eindruck von mir nur noch erhärtet und ich bin wirklich, wirklich glücklich, gerade in der Umstellung natürlich jetzt auch auf die Rohkost, so einen erfahrenen und ehrlichen Menschen an meiner Seite zu haben. Ja, dessen Erfahrung ich auch wirklich ernst nehmen kann. Ne? Das fällt mir oftmals sehr, sehr schwer. Silke sagt nicht gut, wenn etwas schlecht ist und Silke macht sich genau wie ich wirklich auch ernsthaft Gedanken darum, wie verändert sich die Welt und versucht auch wirklich ihren Teil dazu beizutragen, dass, dass wir einen natürlicheren Zugang zur Ernährung finden.
Ja, damit auch ein Stück näher an so ein Bild einer friedvollen und respektvollen Gemeinschaft. Also für mich mehr als verdient der Titel Best of the Vegan Industry. An der Stelle kann ich nur noch einmal jeden ermutigen, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Auch hier nochmal das entsprechende Video dazu. Denn gerade durch den Fakt, dass jeder von uns eine gewisse Art Mensch hat, den er besonders mag oder den er besonders vertraut, weil er ihm vielleicht ähnlich ist und das total individuell ist, ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ehrlich und offen ihre Erfahrungen auf YouTube teilen. Ne? Lasst euch nicht blenden oder habt Angst vor Daumen nach unten, bösen Kommentaren oder dass ihr nicht so erfolgreich auf YouTube seid wie vielleicht andere. Die Problematik des Vergleichens werde ich in einem der nächsten Videos auch nochmal ansprechen. Das hat alles keine Bedeutung. Bedeutung hat, dass ihr eure Erfahrungen tauscht und dass andere, egal ob das ein oder zwei oder 50 oder 1000 Menschen sind, die euch folgen, durch eure Erfahrungen und eure Worte vielleicht genau das finden, was sie suchen. Darum geht es doch, gemeinsam ehrlich und offen zu reden und uns auch zu reiben und zu sagen, wenn man etwas nicht in Ordnung findet. Daran wächst man selber, aber auch die Gesellschaft wächst daran, an diesem Bewusstseinsprozess. Ja, weil man bekommt oftmals nicht wirklich oft echten Input und dadurch durch Offenheit und Ehrlichkeit bekommt man echten Input. Und wenn man sich auf Portalen wie GMX, Yahoo und Co. Von irgendwelchen Redakteuren beeinflussen lässt, dann kann das nicht gut sein. Seid aktiv bei YouTube mit einem eigenen Kanal oder als aktiver Kommentierender. Es gibt einige von euch, die hier häufig einen richtig tollen informativen Kommentar da lassen, der ihre Erfahrungen widerspiegelt, der ja auch oftmals mein Video ergänzt oder auch Fragen aufwirft. Kritik, ne? Echt wirklich toll. Zeigt der Welt da draußen, wer ihr seid und was eure Erfahrungen sind. Lasst uns ein gemeinschaftliches Bewusstsein entwickeln. Wir sind energetisch wie Spirituelle schon lange und Physiker auch seit kurzem aufgrund der Quantenphysik herausgefunden haben, doch sowieso alle miteinander verbunden. Dann lasst uns diese Verbundenheit doch auch leben und aufhören von Privatsphäre und gewünschter Anonymisierung zu reden. Das ist doch alles nur Angst, die da aus den Menschen spricht. Angst vor Zurückweisung, Angst vor Angriffen und ja, auch vielleicht Angst vor gesellschaftlicher Ächtung. Habt keine Angst und schreibt Kommentare, die euren Erfahrungen entsprechen. Ehrlich, authentisch und echt. Ich bin unglaublich dankbar für diese Plattform und dass ich diese entdeckt habe mit YouTube. Und auch auf die agierenden Menschen, die hier wirklich meinungsbildend mitwirken. Auch wenn ich nicht immer der Meinung da ja, zustimme. Ja. Also das hat der Aufruf an euch, ja, lasst uns gemeinsam echt sein, lasst uns gemeinsam miteinander reden, ehrlich und offen. Das ist immer das Wichtigste. Was ich auch immer, ja, wenn ich in einer Beziehung bin, immer meiner Partnerin sage und generell mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, seid ehrlich und offen zu mir. Seid kritisch und das, was die Leute oftmals ein bisschen verbergen, ne? Zeigt eure Gefühle. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und macht's gut, euer Christian. Tschüssi.